Wir sind in der Gruppe geschlossen dafür, dass es mehr Betreuungsangebote gibt. Ja. Genau, die Kinder sollen in eine Betreuungseinrichtung gehen, damit die Eltern Zeit haben, in Ruhe zu Hause zu bleiben. So. Und ja. Das scheint hier auf fruchtbaren Acker zu fallen. Also, ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist kein Konzept von mir, sondern das war ja schon mal so. Damals, ne? Bei uns. Wir kommen ja von bei uns. Und damals waren dort im Prinzip alle Kinder in der Kita. Das war so gut wie selbstverständlich. Eine Frau hat ein Kind bekommen, ne? Ganz normal, auf Arbeit. Dann ist der Kollege unter die Hobelbank geklettert und hat das Kleine hochgeholt, hat er so ein bisschen die Sägespäne abgemacht. Und eins ist natürlich auch klar, in der ersten Zeit hat die Mutter das Kind selbst betreut. Aber dann, nach einer Viertelstunde, dann ging das Kind in die Kita und nach der Armee mit 18 hat man es zurückbekommen. So, ganz einfach. So war das. Und ich weiß ja wohl, ich habe diesen Sachverhalt eben etwas überspitzt geschildert. Ich habe es bewusst satirisch ein bisschen überhöht, aber so ungefähr war es doch. Und da frage ich jetzt mal wirklich, warum kann man das nicht so fortsetzen? Was ist daran so negativ? Ich frage jetzt mal bewusst ketzerisch, hat es uns geschadet? Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich wirklich schonungslos bin, dann muss ich sagen, ich denke ja. Ja. Aber wir wollen nach vorne schauen und ich denke, ich rede aus den Herzen vieler Eltern, wenn ich sage, Kinder sind doch etwas Wunderbares. Kinder sind ein Geschenk, Kinder bereichern das Leben, aber sie fordern natürlich auch ein. Kinder fordern Energie, Zuwendung, Liebe, Aufmerksamkeit und wenn man ein Kind mit dem Herzen spürt, wenn man das Kind mit dem Herzen fühlt, dann merkt man ja auch, es nervt. Ja.